Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Jurassic World hier am Donnerstag. Ja, wir stehen hier, wir haben letzte Folge begonnen mit Film Nummer 3. So, und von den Namen, wenn ich jetzt nochmal durchgucke, dieser Wuschelschopf ist Billy Brennan, Alan kennen wir ja, Paul Kirby, Amanda Kirby, das Ehepaar, was ihr unbedingt hin wollte, und Udesky. So, wir laufen jetzt hier einfach mal mit ihr durch die Gegend. Ah, okay, wir müssen hier hinten hin. Das muss ich sagen, das ist für mich bei den Lego-Spielen fast mit am schwersten hier wirklich den Abenteurer mitzunehmen. Immer diese blöden Kompis. Weil es ist für mich tatsächlich so, ich bin ja ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja, doch, das kann man so sagen. Und wenn ich hier immer alles kaputt hauen muss, ist er da hinten noch. Ah, da hockt er noch. Steht er noch an seinem Pranger. Wenn ich hier immer alles kaputt hauen muss. Ja, und alle hinterher. Dann müssen wir mit dem Lasso. Müssen wir da, beziehungsweise mit dem Haken, müssen wir den Baumstamm umziehen. Kommen wir da nicht hin von hier? Ah. Und, oh, ich soll vielleicht auch noch ziehen. Upsala. Ja, dann ist es mich tatsächlich sehr schwer, alles einzusammeln von den Stats. Dann will ich immer, ich will dann immer weiter. Und dann, wie gesagt, alles noch einzusammeln und... Ich krieg's nicht hin, mit dem Baumstamm zu balancieren. Hilfe. Schon wieder ein Kompi. Noch ein Kompi. Noch ein Kompi. Die spawnen da drin. Kleine Säcke. Ach, das gibt es doch nicht hier. Die Viecher, die sind so ultra nervig. Das können wir auch nicht verschließen oder so. Oder? Doch, hier. Ja, schreit ihr da mal durch, schreit ihr da ruhig weiter. Mit wem müssen wir da? Dann müssen wir mit Alan hin. Da hat doch wieder die Raptor-Klinge, oder nicht? Jawohl. Ach ja, genau, damit. Das gibt jetzt natürlich Stats. Ja, bei sowas ist es schon wieder was anderes. Da nehme ich dann natürlich auch gerne mit, wenn ich auch alles kaputt machen kann. Rüms. Aber wenn die da liegen und ich müsste links und rechts gehen, was können wir denn hier machen? Können wir hier... Ist das nicht... Nee, die Sprungpunkte sind anders markiert eigentlich. Wir können mal wieder schreien. Also sie kann zwar höher springen. Diese Info wird dich von den Socken hauen. Okay, was wird das jetzt? Okay. Sie lassen einen 12-Jährigen allein Gleitschirm fliegen? Nein, er war nicht allein. Er war mit einem Freund zusammen. Wie lange werden Sie schon vermisst? Seit 8 Wochen. Fast 8 Wochen. Und warum ich? Er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der schon mal auf der Insel war. Ich war noch nie auf dieser Insel. Doch, natürlich. Das war Isla Nubla. Das hier ist Isla Sorna. Anlage B. Niemand rührt sich von der Stelle. Ganz still sein. War das auf mich bezogen? Es ist Dr. Grant. Oh Mann, na herzlichen Glückwunsch. Ja, gut, dass die beiden sich jetzt wenigstens untereinander bekriegen. Der Spinosaurus und der Tyrannosaurus. Oh nein, mir tut der gerade leid, der Tyrannosaurus.
würde ihn jetzt eigentlich mit dem T-Rex aufnehmen anstatt mit dem Spinosaurus. Vielleicht können wir ihn ablenken. Ich würde ihm jetzt gerne helfen, dem T-Rex. Können wir vielleicht irgendwas kaputt machen? Ha, hier können wir was zusammenbasteln. Aha. Jetzt müssen wir wieder auf den Mr. Kirby. Ich habe den Vornamen gerade schon wieder vergessen. Ach ja, ich und mein Namensgedächtnis. Ich meine, und mein Gedächtnis im Allgemeinen, das ist ganz schlimm. Ach, guck mal, da ist so eine... So, wir müssen hier jetzt irgendwie irgendwas bauen, womit wir ihn ablenken können. Hier, Alan. Ich brauche Alan. Der kann hier wieder buddeln. Was buddelt denn? Guck mal, da können wir wieder irgendwas ziehen. Da ist wieder so ein Pinöckel da, um da das den Haken einzuklinken. So. Zack. Viel Glück. Muss man ziehen. Die gute Quietscheente. Ja, lange hat das ja nicht funktioniert. Ah, jetzt müssen wir den T-Rex spielen. Komm, das kriegen wir hin. Komm, das schaffen wir. Das kriegen wir irgendwie hin. Jawohl, ja. Na, haha, nein. Okay, nochmal. Und B. Jawohl, und X. Und A. Jawohl, ja. Nein. Kommen Sie, wir müssen da rauf. Oh, das gibt's doch nicht. Wir müssen ihm irgendwie helfen. So, hier jetzt rauf. Hier können wir wieder ein bisschen was kaputt machen. Guck mal, da oben. Ah, hier können wir auch wieder was basteln. Ein Nest. Okay. Da oben kann ich nichts machen, oder? Das geht nicht mit dem... Nee. Ach, warte mal. Der hat doch eine Waffe. Damit müssen wir doch eigentlich da oben hinzielen können. So, jawohl, ja. Was wird das jetzt? Das wird noch so eine Art Nest, oder? Eine Kurbel? Aha, okay. Was wird das denn da, was wir da bauen? Wir verfehlen es. Meine Güte hier. Dr. Grant. Dr. Grant muss hier was machen? Okay. Alan zur Stelle. Jawohl, ja. Wir konnten den Spinosaurus fürs Erste wieder ablenken. Jetzt müssen wir wieder mit dem T-Rex kämpfen. So, jetzt wieder X. Und A. Und B. Und wieder A. Jawohl, ja. Nein. Klasse. Irgendwelche Ideen? Ja, wir müssen das auch irgendwie hinkriegen. Wir kriegen das auch irgendwie hin. Die Frage ist nur, wie. Da, hier können wir was, können wir was ziehen, oder? Oh nee, der falsche. Den hier, den brauchte ich. Ah ja, jetzt müssen wir ordentlich ziehen. Ja, da war was zum Aufbauen drin, oder? Das war noch zum Aufziehen, Aufbauen. Alles andere würde eigentlich nie. Hä? Alan, wir brauchen sie. Jawohl. Erstmal wieder eine Runde schaufeln hier. Ich bin sehr gespannt gerade,
wie das hier jetzt endet. So, jetzt können wir hier alles aufbauen. Wie wir hier den Kampf beenden können. So, wer immer da rumläuft, muss den Spinosaurus erneut ablenken. Okay, erneut ablenken. Das macht Alan, der kann das. Ach nee, upsala. Ja, jetzt haben wir sie rübergeschickt. Egal, sie kann das auch. Sie konnte den Spinosaurus auf sich aufmerksam machen, als wir gelandet sind, was sie eigentlich sollte. Also kann sie ihn auch jetzt nochmal auf sich aufmerksam machen. Kriegt sie schon hin. Jetzt müssen wir hier diese Liane da auf. Ah. Haha. Jetzt wieder den T-Rex spielen. Also ich muss ja sagen, ich finde diese Dino-Kämpfe, die finde ich echt cool gemacht. Ja, also ich muss sagen, ich habe gerade tatsächlich ein Herz für den T-Rex. Ich finde den auch hübscher, muss ich ganz ehrlich sagen. Los, gehen wir, solange die beschäftigt sind. Solange die beschäftigt sind. Mr. Kirby, diese Kirby Enterprises gibt es gar nicht, oder? Kirby Fliesenlacke und mehr. Das Meer steht für Badezimmerausstattung. Wir sind im Einkaufszentrum Westgate in Enid, Oklahoma. Billy, wir gehen zur Maschine zurück und bergen, was wir können. Dann weiter zur Küste. Dr. Grant, wir verlassen diese Insel nicht ohne unseren Sohn. Sie können ihn ja gerne suchen. Hä? Sie sind auch kein richtiger Söldner, oder? Das habe ich nie behauptet. Und? Was machen wir? Wir suchen ihren Sohn. Da, wo die hingehen. Großartig, hinterher. Eric! 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 Ja, Heide Witzka. Wir finden ihn. Hörst du mir zu? Wir finden ihn. Das ist ja mal wieder prima gelaufen. Also wir konnten zumindest die Dinosaurier irgendwie von uns ablenken. Jetzt müssen wir aber noch den Sohn der Kirbys finden. Aber ob wir damit erfolgreich sind und das diesmal schaffen, ohne wieder zig Dinosaurier der gefährlichsten Sorte auf uns zu hetzen, das, ihr Lieben, das werden wir dann am Samstag erfahren. Also, bis dahin. Tschüss.